Müssen die Fans von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten bereits den nächsten Ausstieg verkraften? Das zumindest deutet die aktuelle Soap-Vorschau von RTL an. Demnach könnte der GZSZ-Cast schon bald weiter schrumpfen. Bahnt sich bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten etwa der nächste Schockausstieg an? Das zumindest lässt die aktuelle RTL-Vorschau vermuten. Und dabei mussten die Fans zuletzt gleich mehrere Abgänge verkraften. Neben Thomas Drechsel, der die Soap im Frühjahr komplett verlassen wird, müssen die Fans schon bald auch von Nina Enzmann und Krisanti Kavasi Abschied nehmen, zumindest vorübergehend. Die beiden Soap-Darstellerinnen befinden sich ab sofort in der Babypause und werden nur noch wenige Wochen im Fernsehen zu sehen sein. Danach wird der Cast der Daily Soap deutlich kleiner. Und er könnte noch weiter schrumpfen. GZSZ-Vorschau, Philipp und Jessica droht Ärger. Wie die aktuelle 2-Wochen-Vorschau von RTL verrät, bahnt sich am Kolle Kiez bereits das nächste Liebesdrama an. Und dabei hatten Philipp, Jörn Schönvogt und Jessica, Nina Enzmann, doch gerade erst zusammengefunden. Im Krankenhaus stößt ihre Liaison jedoch auf reichlich Gegenwind. Vor allem der Klinikchefin Inka Albrecht, Anne Ratzfeld, ist die Beziehung der beiden ein Dorn im Auge. Fans unter Schock. Philipp will Berlin für Jessica verlassen. Kurz darauf kommt es zwischen Albrecht und Jessica zu einer Auseinandersetzung, bei der Jessica die Beherrschung verliert und ihre Chefin schubst. Die Folge? Jessica verliert ihren Job im Jeremias Krankenhaus. Fest entschlossen, ihre Ausbildung woanders abzuschließen, will Jessica den Kiez und damit auch Philipp verlassen. GZSZ-Spoiler heizt Ausstiegsspekulationen um Jörn Schlönvogt an. Der jedoch will Jessica nicht schon wieder verlieren und trifft eine Entscheidung für die Liebe. Für Jessica will er Berlin verlassen. Wird Jörn Schlönvogt dem GZSZ-Set am Ende gemeinsam mit Nina Enzmann den Rücken kehren? Bis jetzt sieht alles danach aus, als könnte sich Schlönvogt ebenfalls erstmal in die GZSZ-Pause verabschieden. Ob Philipp seinen Chefarzt posten und seine Familie am Ende tatsächlich für Jessica verlassen wird, erfahren die Zuschauer jedoch erst ab dem 9. Februar.